Nein, aber ich liebe 3D-Filme. Ich finde es ein mega tolles Erlebnis. Und das einzige, was man sagt, das Problem mit 3D-Filmen ist, es ist sehr, sehr schlecht für Dates. Oder? Weil mit diesen 3D-Brillen ist es schon mal sehr, sehr schwierig. Weil früher noch hast du dich so getroffen, dann hat er so, Kimo, das ist ein perfektes erstes Date gewesen. Dann hast du so vielleicht 10, 15 Minuten vom Film abgemacht. Dann hast du mir so Nachos gekauft, dann hast du auch das WC gemacht, dann bist du angesessen, dann hast du so 5, 6, 7 Minuten Zeit gehabt. Zum herauszufinden, ob das passt oder nicht, dann hat der Film angefangen. Also es ist ja eigentlich perfekt, oder? Weil viel mehr Zeit braucht man ja nicht, bis zum ersten Teil. Und das ist ein bisschen schwierig bei 3D-Filmen, weil du hast ja auch den Film mega gut gemacht. Wenn es gut gegangen ist, hast du zum Beispiel so eine zufällige Handberührung können machen. Oder? Dann hast du so feine Silhouette vom Gesicht lächeln gesehen. Bei 3D-Filmen mach es nicht. Also kannst probieren, aber mach es nicht. Ich habe einmal bei einem 3D-Film ich so die zufällige Handberührung gemacht und übrig geschaut. Ich vergesse, dass sie so eine Brille noch hat. Dann ist sie wie Lady Gaga, aber wir haben sie. Nur noch gefällt es, dass man Oder noch schlimmer küssen. Küssen mit 3D-Film geht überhaupt nicht. Ich bin mal in einem 3D-Film geguckt und hörst du eben so. Amateur. Und ab früher, Kino, das perfekte erste Date gesehen, ist sogar mein allererste Date gesehen. Das ist kein Witz. Ich bin 12 gesehen, sie ist 14 gesehen. Ich habe damals in unserem Freundeskreis quasi den Milfhunter gesehen. Ja, vor allem ist immer. In der Teenie-Zeit haben sie immer gesagt, Frauen sind schon 2 Jahre weiter gedanklich als Männer. Also ist sie eigentlich sogar 4 Jahre älter gesehen. Und es war wirklich ganz speziell gewesen, wir haben uns an einer Geburtstagsparty kennengelernt und ich bin jetzt sehr gerne an Geburtstagspartys gegangen. Also, dass wir uns kennengelernt haben, ist überhaupt schon ein Wunder gewesen, weil, ich muss sagen, Geburtstagspartys sind für mich der absolute Hass gewesen. Nicht einmal unbedingt wegen den anderen Kindern, sondern wegen den Eltern. Weil, als ich 12 Jahre alt war, bin ich etwa 1,40 groß gewesen, habe schon meine jetzige Schuhgröße gehabt, nämlich 43. So. Das war der Grund, warum ich gerne Fußball gespielt habe. Immer wenn ich ausgeholt habe, habe ich den Ball schon getroffen. Und darum bin ich eigentlich gerne an Geburtstagsparty. Die Eltern, die haben immer gemeint, ich sei der Klon, den sie gebucht haben. Du bist gar nicht geschminkt, du bist blöd. Gut, das hat noch mit meinem Vater zu tun gehabt, mit 12. Gut, ich habe die Eis gehabt. Darum bin ich gerne an Geburtstagsparty gegangen. Aber ich habe mich überreden lassen, gefunden, das ist ein guter Freund von mir, ich gehe an die Geburtstagsparty. Und ich muss sagen, ich bin sehr beliebt als 12-Jähriger. Also, es ist nicht einmal wegen dem gesehen. Also, ich meine, ich bin sehr beliebt als Boxsack. Und. Weißt du, ich so bin? Plötzlich habe ich am St. Johann aufgewachsen. Und am St. Johann bin ich mal im Fußballspieler gesehen. Der Kunde ein, das ist kein Scheiß, der Kunde ein sagt: Hey, du, bist du schuld? Und ich so: Ja? Du weißt warum. Nein, gut, aber wie ihr gehört habt, der Herr ist nicht von Basel gesehen, sondern von Rottmigen. Was hat ihr gemeint, was ist denn? Und dann bin ich an die Geburtstagsparty gegangen. Und es hat sich gelohnt, weil nach einer Sekunde, als ich reinlaufe, sehe ich sie ganz hinten. Ich bin wahnsinnig nervös geworden. Also so, der kurze Moment, wo man sich gegenseitig in die Augen rückt, so blitzt. Nicht zu wechseln mit dem Augensex, da gibt es ja auch. Also zum Beispiel, wenn du ins Traum einsteigst oder so und dann treffen sich so 2 Augenpaare, dann hat er so für 2 Sekunden Sex, oder? Dann musst du entweder du aussteigen oder er. So. Aber dort haben wir uns wirklich so ganz kurz gesehen, ich bin wahnsinnig nervös geworden. Dann haben wir mir so Mut antrinken. Ich habe sicher so 1,5 Liter noch Primus getrunken. Und weil sie die Riffe gesehen haben, wo uns 2 sind, wenn auf mich zurückkommt, dann fragt er mich, wann tanzen. Und dann haben wir getanzt. Sie möchte Tanzfähigkeit, also der Bereich, wo es keine Tische gestellt hat. Und haben einfach tanzen. Und völlig egal, wenn der aktuelle Chart wird gelaufen ist, völlig egal, ob die anderen Glück haben oder nicht. Wir haben getanzt und getanzt und getanzt. Das war so heiß gewesen. Wo bist du jetzt? Sag mir, wo du stehst. Klopsi! Nichts ist im Berg. Alle passé à côté de moi. Sans un regard, rien ne chemin. J'ai dit à ça, écoute-moi. Bon, 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 bon
Bodyguard, ey Mann! Wo ist leider nicht gelaufen da oben? Ich habe es mir sehr gut. Ja, ich freue mich, hatten alle Dance Moves können. Weißt du? Take control of your mind. Auf jeden Fall haben wir tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Bis zur Nacht. Also bis zur Nacht. Dann haben wir rein müssen und dann sind wir darum gegangen, in Kontakt zu bleiben, oder? Jetzt mir die Telefonnummer gegeben. Aber natürlich nicht, nur sie bin ich! Jetzt hat sie dann noch nicht gegeben, sondern ihre Heimnummer hat sie mir so auf der Serviette angeschrieben. Und die Heimnummer ist ja damals etwas sehr Spezielles gewesen, weil, wenn du so eine Heimnummer angeschrieben hast, hat so 99,999% nicht die Person abgenommen, die du eigentlich hast erreichen wollen. Und in dem Fall war es die Mutter gewesen. Und in dem Fall ist das der netteste Mensch aller Zeiten gesehen. Ich kann nichts gegen den Menschen sagen. Aber wenn du so als 12-Jähriger zum ersten Mal mit einer fremden Nummer anrufst und dann die Mutter abnimmt, dann ist es in deinem Kopf so. Geht's dir? Oh, ich hab. Aber wir haben sie dann aufs Telefon gekriegt und wir haben dann gemerkt, wie viel wir gemeinsam haben. Das ist schon unglaublich. Ich bin gut in die Schule, ich gehe in die Schule. Ihr geht es gut, mir geht es gut. Sie hat gerne viel, ich habe gerne viel. Also haben wir uns entschieden, wir gehen ins Kino. Und damals haben wir eins Film zum Schauen. Notting Hill. Ja. Oh, alle Frauen rutschen auf den Stiel. Das ist ja wirklich ein großartiger Film und perfekt für ein erstes Date, oder? Ich kann so das ganze Geld davon zusammenkratzen, weil ich damals noch nicht so viel Geld gehabt, im Gegensatz zu jetzt. Und ich gar keins mehr habe. Dann habe ich mega hart gesehen, weil meine Stiefmutter hat irgendwie das so halt mitgekriegt. Die hat mitgekriegt, ich gehe mit einer ins Kino und so. Und dann hat sie kurz gesagt, sie hat echt genug Geld. Und ich sage, ja, ja, für mein Ticket langt und wahrscheinlich noch eine Cola. Und sie sagt, nein, 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 jetzt machen wir jetzt anders. Da ist 40 Franken, hat damals gelangt. Du hast 40 Franken. Jetzt gehst du zuerst in eine Blumenladen, kaufst ein Rösli. Dann gehst du zum Kino, kaufst beide Tickets. Dann wartest du vor dem Kino, bis sie kommt, schenkst du zuerst das Rösli und sagst, schau, die Tickets hast du schon gekauft, ich lade dich ein. Genau das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich sie richtig hart geputzt. Also ich erzähle jetzt etwas zu dem Gag. Der Gag und die Pointe, wie man es immer will nennen, kommt sehr verschieden an. So. Ich habe mir überlegt, ich spiele heute daheim, wieder mal in Basel. Hm? Soll ich das bringen oder nicht? Ich habe eine abgeschwächte Version davon. Dann habe ich mir überlegt, einfach, nein, komm, wir sind in Basel, wir sind im Hauptstheater, die Bude ist brechend voll. Die haben es verdient im Zeichen von der Kunst. Die Pointe original getreut zu werden. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wirklich, also, es ist wirklich so. Ich merke es jetzt so. Jetzt, als ich auf Tour war mit diesem Programm, jeder Kanton, der katholisch ist, schwierig. Also ich habe zum Beispiel mal auf dem Zugersee gespielt und dann erzähle ich die ganze Geschichte mit dieser Schlusspointe. Dann ist die toteste gesehen. Außer die Frau, die mich bucht hat, ihre Reaktion ist gesehen, oh. Und dann haben sie richtig hart gepostet. Stimmt natürlich nicht. Also, ich habe weder die anderen Kino gebumst. Also, ich habe sie ja sonst nie gebumst. Und ich habe nicht die, die mich gut hat gebumst.
sie hat mich gebucht, aber ich habe sie nicht gebucht. Das ist verarscht. Also. Nein, natürlich nicht. Sondern es war ganz harmloser Nachmittag in diesem Kino. Wir haben es wunderbar gehabt. Ich habe sogar einmal die zufällige Handbewegung gemacht und es hat funktioniert. Und es ist wirklich alles wunderbar gewesen. Außer in der Pause hat es mal einen kurzen Schreckmoment gegeben, sozusagen. Ich habe aufs WC müssen. Und sie hat gesagt, ich warte schnell vorne dran, kein Problem. Und im WC hat ihm dann so einen grusigen Stinkgang geflogen. Ich habe Angst gehabt, dass wenn die Türen aufgehen, dass sie es schmeckt und das Gefühl hat, ich sehe es gesehen. Aber dann habe ich ein wunderbares Spiel erfunden, das ich euch jetzt heute oben möchte schenken. Das ist ein Spiel, das werdet ihr nie mehr vergessen und ihr werdet es immer wieder spielen. Es ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Es nennt sich WC-Schuhe-Memory. Memory kennt ihr sicher alles, man muss Bilder finden, ist ganz einfach. Bei einer öffentlichen Toilette hat es immer so eine Spaltrunde. Dann kannst du dort, dann kannst du schön dir die Schuhe anschauen. Danach kannst du wieder rausgehen und dann kannst du unter all diesen Menschen kannst du die Schuhe wieder finden, dass du dann kannst sagen, er ist es. Ganz toll Spiel. So, nachher haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt, bis zum Nacht. Also haben wir gefunden, was machen wir noch? Wir gehen zum Fotiautomat. Damals hast du noch für 1 Stutz 4 Fötter gekriegt. Heutzutage kriegst du nur noch, wenn du irgendwie 5 Pillen und 7 Lines reingefressen hast und richtig komische Typ bist. Vielleicht hast du einen Stutz einwerfen. Das ist wunderbar. Du hast 4 Fötter können machen und wir sind vegan gesessen. Wir haben natürlich die 4 Fötter gemacht. Es war immer ganz wichtig, dass man 4 verschiedene macht, oder? Dann haben wir zuerst das Lustige gemacht. Dann haben wir das Normale gemacht. Dann haben wir das Böse gemacht. Dann ist noch eins übrig geblieben. Dann sagt er, so, es bleibt noch eins übrig, was machen wir jetzt? Sehen, wie sie die Riffe von uns zwei gesehen ist. Sie hat dann vorgeschlagen, wir könnten uns ja küssen. Und das war mein allererster Kuss gesehen. Man hat es leider auf dem Foto gesehen. Weil sobald der Blitz abgegangen ist und wir uns geküsst haben, habe ich sie sofort von mir weggeschoben und gesagt, es tut mir leid, das geht mir zu schnell. Sie, weil sie die Reife von uns zwei gesehen hat, gesagt, es ist kein Problem. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Und die habe ich mir dann auch genommen. Und zwar wirklich so ein paar Wochen, habe ich wirklich so etwas mit mir gehadert. Und so. Dann eines Tages habe ich gefunden, jetzt bin ich mal hart. Dann bin ich eine Postkarte gekauft, so eine Titel-Postkarte. 12 erinnern sich. Dann habe ich da drauf geschrieben, weil ich fand, ich weiß, es ist lang gegangen, ich hoffe, es geht gut und ich bin endlich parat. Wir können wieder zum Fotiautomat. Ja. Von ihm habe ich die Reimekunst ja gelernt. Und habe ich ihr das geschickt. Aber das Problem ist ja, es geht immer einen Tag, bis die Post ankommt. Das heisst, am gleichen Tag, als ich sie in den Briefkasten geworfen habe und dann wieder heimkomme, hat sie mir einen Brief geschickt, wo sie drin geschrieben hat, ich habe jetzt genug lang gewartet. Es tut mir sehr leid, aber das wird nichts mit uns. Ich habe mich für einen Riffer entschieden. Er ist 12,5.